Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Lunchbox-Video von uns diesmal. Diesmal habe ich mir nämlich Hilfe geholt vom Papa, der hat mir geholfen. Ihr wisst ja, ich hatte ja meinen Gips und ich habe ihn seit gestern runter, deswegen hat er die Brote gemacht. Aber ich stand hinter der Kamera und habe gesagt, was er tun soll. Ja, also das nur als Info für euch, damit ihr euch nicht wundert. Wie gehören diese Hände? Wie soll die Mama hat auch die Hände? Naja. Im heutigen Video werdet ihr öfter diese Lunchbox sehen, beziehungsweise ausschließlich nur. Die haben wir bei Amazon bestellt, ich glaube 15 oder 16 Euro. Ich werde sie euch auf jeden Fall auch unten verlinken. Sie ist mega cool, ich finde sie richtig cool, da sie aus Edelstahl ist. Und sie so, der Deckel so zum Abnehmen und hier sind die Fächer. Da hat man auf jeden Fall ein großes Fach, wie ihr seht, und zwei kleine Fächer. Aber lasst uns nicht zu lange labern. Wir wünschen euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Video. Für die erste Lunchbox habe ich ein Vollkorntoastbrot mir zur Hand genommen und erstmal die Rinde weggeschnitten. Dann habe ich das Brot mit Butter beschmiert und es dann mit extra Wurstscheiben belegt. Ich habe das Brot dann zusammengeklappt und es längs nochmal halbiert und danach nochmal umgedreht und so kleine Würfelchen rausgeschnitten. Wofür ich die Würfelchen brauche, werdet ihr gleich sehen. Ich habe mir anschließend dann noch Käse zur Hand genommen, das ist Gouda-Käse, und habe den dann auch würfelig zurechtgeschnitten. Ein paar Cherry-Tomaten habe ich mir auch zurechtgelegt und ein kleines Gürkchen. Beim Gürkchen habe ich dann die Enden weggeschnitten und das Gürkchen dann so in Scheibchen geschnitten, klein geschnitten. Als ich dann alles vorbereitet hatte, habe ich mir ein kleines Spießchen zur Hand genommen und angefangen, alle Zutaten aufzuspießen. Ich habe mit der Tomate angefangen, dann kam das belegte Brot, eine Scheibe Gurke und ein Würfel Käse. Insgesamt habe ich drei von diesen Spießchen dann in die Lunchbox hineingelegt. Dazu gab es dann noch eine Handvoll Heidelbeeren und ins andere Fach habe ich ein paar Dinkel-Tierkekse reingetan. Und ja, fertig ist meine erste Lunchbox. Für die nächste Lunchbox habe ich mir hier einen Puttenschinken und Cheese Strings Käsestäbchen vorbereitet. Den Käse habe ich im Schinken dann eingewickelt. Insgesamt habe ich drei von diesen Schinken-Käseröllchen gemacht und diese dann in die Lunchbox eingefüllt. Dazu gab es dann Erdbeerchips von Freche Freunde, das lieben die Kinder. Und ins andere Fach habe ich dann noch so kleine Jumpies Paprika-Chips eingefüllt. Und auch hier ist meine zweite Brotdose wieder fertig. Ideal für Kinder, die nicht so gerne Brot in ihrer Lunchbox dabei haben. Für die dritte Lunchbox habe ich am Vorabend Karottenmuffins gebacken. Die sind sehr einfach in der Zubereitung und schmecken sehr, sehr lecker. Dafür habe ich in einer großen Schüssel zwei mittelgroße geraspelte Karotten hineingegeben. Mit Apfelmus, zwei Eier, Mandelmilch, Ahornsirup und Kokosöl vermengt. Danach kamen noch die trockenen Zutaten wie Haferflocken, Backpulver, Zimt, Rosinen, Kokosraspel und Mandeln dazu. Das muss man dann wieder ganz gut miteinander verrühren. Und nachdem ich alles gut vermengt habe, habe ich dann ein Muffinblech mir zur Hand genommen. Ich habe hier ein Mini-Muffinblech, habe das natürlich mit diesem Papierchen ausgelegt und den Teig befüllt. Die Karottenmuffins kommen dann für ca. 25 bis 30 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen. Nach der Backzeit müssen die Muffins gut auskühlen und erst am nächsten Morgen habe ich dann zwei von den leckeren Mini-Karotten-Muffins genommen und diese in die Lunchbox eingefüllt. Dazu gab es dann noch ein Vollkorntoast mit Frischkäse bestrichen. Ich schneide das Brot dann immer einmal in der Mitte, klappe es zusammen und schneide es nochmal durch, sodass ich zwei kleine Würfel zur Hand habe. Und ich habe dann auch noch ein paar Salamistangen reingetan, die mögen unsere Kinder total gerne. Und als Gemüse kamen dann noch zwei Mini-Gürkchen rein. Da habe ich natürlich die Enden weggeschnitten und die Gurken dann in so Scheiben klein geschnitten und sie dann ins letzte Fach eingefüllt. Für die nächste Lunchbox habe ich wieder am Vorabend was vorgebacken und zwar Pancakes. Dazu habe ich zwei Eier getrennt, also Eiweiß von Eigelb, und das Eiweiß habe ich steif geschlagen. Habe mir dann wieder die Eidotter zur Hand genommen und die restlichen Zutaten dazu geleert, und zwar nämlich das Mehl, dann Backpulver, dann auch ein bisschen Zucker, ein bisschen Milch
und habe das Ganze dann mit dem Mixer verrührt. Und zum Schluss habe ich dann nochmal mein Eischnee zur Hand genommen und es unter die Teigmasse langsam verrührt. Und dann war ich eigentlich schon fertig. Fürs Ausbacken der Pancakes habe ich immer nur ganz wenig Öl genommen und es vorsichtig mit einem Pinsel in die Pfanne geschmiert. Habe mir dann Cake-Pop-Stiele genommen und mit einem Esslöffel habe ich mir dann immer ganz wenig Teig so raufgetan, dass es halt wie ein Lolli ausschaut. Und habe die Pancakes dann so ausgebacken. Es geht wirklich super einfach. Danach einfach umdrehen. Es geht wirklich auch ganz, ganz schnell. Also so Pancakes hat man ganz schnell rausgebacken. Kann man eigentlich, wenn man Zeit hat, auch in der Früh machen. Und ja, nachdem ich dann so einige Pancakes vorgebacken, also fertig gebacken habe, habe ich sie dann auch schon in die Lunchbox eingefüllt. Zu den Pancake-Lollis gab es dann noch Weintrauben und Erdbeeren. Also das mögen unsere Kinder ganz gerne. Für die nächste Lunchbox habe ich für die Kinder super einfache Pizzabrote gebacken. Dazu habe ich eine Scheibe Toast genommen, ein bisschen passierte Tomaten drüber geschüttet und es dann ganz gut verteilt mit einem Löffel, sodass überall ein bisschen Tomatensauce drauf ist. Dann habe ich mir so eine Cabanossi-Stange genommen, also so eine dickere Salamistange und habe da so ganz kleine Scheiben runtergeschnitten, sodass es ausschaut wie mini kleine Salamis. Diese dann einfach auf dem Brot verteilen und darüber kommt dann geriebener Käse. Ich habe hier Mozzarella-Käse, man kann aber nehmen, was man möchte, Pizzakäse, was auch immer, selber reiben. Ja, und danach kommt es für circa, sage ich mal so 5 Minuten bei 200 Grad in den Ofen. Also man muss es wirklich nur ganz, ganz kurz im Ofen lassen. Währenddessen habe ich schon die anderen Zutaten vorbereitet. Und zwar gab es nämlich einmal Honigmelone. Da habe ich einfach so eine Spalte genommen und in Würfel geschnitten. Und für das andere Fach gab es dann nochmal ein bisschen Zuckermelone. Wobei ich mir nicht sicher bin, welche ist die Zucker- und welche ist die Honigmelone. Ich mag die nämlich nicht so gerne, aber die Kinder halt. Egal, wie auch immer, schreibt das gerne unten in die Kommentare, falls ihr das wisst. Und ja, nach der Schnibbelerei war eigentlich die Pizza auch schon fertig. Habe sie dann noch so zurechtgeschnitten, dass ich sie schön in die Lunchbox reingeben kann. Ich habe jeweils eine Hälfte für ein Kind eingepackt. Für die nächste Lunchbox habe ich hier eine Scheibe Vollkornbrot. Dann habe ich sie mit Butter beschmiert und sie mit Wiener Wurst belegt. Ich weiß nicht, ob ihr Wiener Wurst kennt, aber wir in Österreich nennen diese Wurst Wiener Wurst. Und ich habe sie einfach belegt und wie immer schneide ich gerne das Brot einmal durch die Hälfte, klappe es zusammen und schneide es nochmal einmal durch die Hälfte, sodass die Kinder das einfach in so kleinen Häppchen vorbereitet haben für ihre Lunchbox. Dazu gab es dann Gürkchen und da wieder die Enden abgeschnitten und die Gürkchen habe ich diesmal in so kleine Stiele geschnitten, einfach mal ein bisschen, um das Optische zu ändern. Ja, Gürkchen eingefüllt und in das andere Fach habe ich die absolute Lieblingssüßigkeit meiner Kinder und zwar Fruchtriegel. Ich bin so froh, dass sie das so gerne essen, weil ich finde, das ist einfach eine gesunde Alternative. Hier habe ich zwei verschiedene Sorten eingepackt, einmal Apfelbirne, glaube ich, und Cranberry. In der nächsten Lunchbox gab es wieder Spieße, aber diesmal süße Spieße. Hierfür habe ich ein Toastbrot genommen und die Rinde weggeschnitten. Dann habe ich das Brot mit Erdbeerkonfitüre bzw. Marmelade bestrichen. Ihr müsst aber aufpassen, nicht zu viel drauf zu tun, weil wir haben hier ein bisschen zu viel drauf gemacht. Das matscht dann ein bisschen, wenn man das Brot schneidet. Also eher weniger. Dann habe ich das Brot wieder halbiert und zusammengeklappt. Dann wieder längs halbiert und dann habe ich dann kleine Würfelchen runtergeschnitten. Wie ihr seht, ist hier schon ein bisschen Marmelade rausgeronnen, macht aber nichts, kann man wegwischen. Ja, dann habe ich mir die Spießchen vorbereitet und die Früchte, die ich verwenden möchte. Hier seht ihr einmal Himbeere, Heidelbeere und Banane. Dann geht das lustige Spießen schon los. Wie ihr seht, haben wir mit der Banane begonnen, dann die Himbeere, dann kommt das Marmeladenbrot und dann zum Schluss haben wir die Heidelbeere aufgespießt. Und fertig ist schon unser erstes Spießchen. Hiervon habe ich dann drei Stück vorbereitet und diese dann auch gleich in die Lunchbox eingefüllt.
Dazu gab es dann ein paar Würfel Gouda-Käse, den haben wir dann so von einem großen Block in Würfel runtergeschnitten. Und dazu noch ein bisschen extra Wurst. Ich glaube, in Deutschland sagt man dazu Fleischwurst. Das haben wir auch so ein bisschen, ja, wie ihr seht, würfelig geschnitten und dann zum Käse dazu getan. Und im anderen Fach haben wir noch ein paar kleine Brezeln dazu gegeben. Für die nächste Lunchbox habe ich mir wieder hier eine Vollkornscheibe genommen und ein bisschen Brunch. Habe dann natürlich die Brotscheibe mit dem Brunch Frischkäse beschmiert, ganz, ganz ordentlich. Dann habe ich die Brotscheibe mit Salami belegt und über die Salami kam dann noch ein halbes Salatblatt. Dann, wie immer natürlich, schneide ich das Brot in der Mitte durch, klappe es zusammen und halbiere es nochmal, damit es auch gut in die Lunchbox reinpasst. Zusätzlich zum Brot habe ich dann noch ein Babybel-Stück reingetan. Das ist einfach ein bisschen Gouda. Babybel kennt man, glaube ich. Als Gemüse Beilage gab es hier Karotten, wie ihr sehen könnt, und ja, ich habe die Karotte dann einfach noch mal ein bisschen kleiner geschnitten. Erstens, dass ich sie gut in die Lunchbox reinbekomme und damit die Kinder auch das leichter snacken können. Ins andere Fach habe ich dann Goldfischli reingetan. Das sind so gesalzene Fischcracker, die schmecken ganz, ganz lecker und passen sehr gut dazu, finde ich. Für die nächste Lunchbox habe ich hier Tortilla Wraps. Da habe ich die mittelgroßen genommen. Diese dann mit einer Nuss-Nougat-Creme bestrichen. Wir verwenden da gerne eine, die nicht Palmöl hat, und kaufen deswegen keine Nutella. Dann kam dann dazu eine Banane. Die wurde dann hineingerollt. Und von der Rolle habe ich dann so mitteldicke Scheiben abgeschnitten. Und nicht wundern, die Enden könnt ihr von beiden Seiten nicht verwenden, weil die werden sich immer aufklappen. Die könnt ihr dann naschen, das ist auch ganz lecker. Ja, und die anderen Scheiben habe ich natürlich für die Kinder in die Lunchbox eingefüllt. Dazu gab es dann noch eine Mandarine. Ich schäle die ganz gerne, vor allem für unsere Kindergartenkinder. Und dazu gab es dann auch ein bisschen Cracker. Das ist so ein Cracker-Mix mit Brezel und allem Möglichen. Und wir sind schon bei der letzten Lunchbox angekommen. Hierfür habe ich wieder eine Scheibe Toast. Das ist ein XXL Super Soft Toast. Den essen unsere Kinder am liebsten, deswegen seht ihr den soft. Hier habe ich wieder die Rinde weggeschnitten. Vor allem für unsere Kindergartenkinder. Die mögen das nämlich ganz gerne ohne Rinde. Auf die Toastscheibe habe ich dann ein bisschen Butter draufgeschmiert. Und diese dann mit zwei Scheiben Schinken belegt. Wie immer schneide ich gerne das Brot einmal in der Hälfte, klappe es zusammen und schneide es nochmal einmal in der Hälfte durch, sodass ich zwei kleine Würfel rausbekomme. Dann natürlich in die Lunchbox einfüllen. Zu den Schinkenbroten habe ich noch ein hart gekochtes Ei dazu getan. Das habe ich natürlich vorher gekocht, ungefähr 10 Minuten. Und dazu gab es dann noch leckere Cherry-Tomaten. Und auch hier ist wieder eine Lunchbox fertig. Ja, meine Lieben, und das war's jetzt mit meinem Lunchbox-Video im Jahre 2020. Wenn ihr Spaß daran hattet und es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, auch über einen lieben Kommentar. Und schaut euch gerne bei meinem anderen Lunchbox-Videos vorbei. Ich werde sie euch in der Infobox verlinken. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.